Janis, du? Ich habe sehr viel mit den Tieren zu tun und ich baste und zeichne hier auch gerne und ich spiele auch oft mit meinen Freunden oder Freundinnen. Dann bin ich auch meistens mit den Tieren beschäftigt und manchmal zeichne ich, manchmal mache ich Mathe. Meine Klassenlehrerinnen sind Lena und Janine und mir geht's damit sehr gut und ich mag einfach den Naschbär sehr. Wir sind seit ein paar Tagen ganz offiziell grünste Grundschule Deutschlands und das hat damit was zu tun, dass wir in sehr vielfältiger Richtung grün sind. Es ist schön in der Schule. Mathe mag ich, es macht mir Spaß und kann ich auch sehr gut. Deutsch eigentlich auch. Also mir gefällt an der Naschbär eigentlich fast alles. Also wenn ich Zeit zum Nachdenken habe, fallen mir bestimmt noch Sachen ein. Also gerade fällt mir erstmal nichts ein. Also mir gefällt an ihr am besten, dass ich auch frei lernen kann. Die Lehrer dann noch fragen, was ich zum Beispiel machen will. Ich bin seit dem Anfang auf der Naturschule, also seit 2017, seit der Gründung. Als ich hier frisch raufgekommen bin, haben wir in Projektarbeit gearbeitet. Ich habe zum Beispiel Küken aufgezogen mit einem Schüler, habe einen Trabant restauriert, wir haben einen Rasenmähertraktor restauriert und sind damit unten auf der großen Wiese rumgefahren. War total cool. Wir sind auf Augenhöhe, Lehrer und Schüler, von klein bis groß. Und das finde ich super cool, dass ich so lernen kann, wie ich will und das lernen kann, was ich brauche. Es gibt auch keinen Hasslehrer. Ich liebe alle Lehrer, die sind alle toll. Als ich selber mal an der Grenze meines Handelns war, habe ich ja zum Glück das Deutsch-Dänische Institut hier in Berlin entdeckt und bin auch noch in den Genuss gekommen, bei Jesper Juhl selber diese Ausbildung zu machen. Und dieses Wissen, das habe ich versucht, von Anfang an in der Naschbar konzeptionell mit einzupflegen. Beziehungskompetenz ist ja eine der großen Säulen, auf denen die Naturschule Barnim ruht. Ja, Beziehungskompetenz, Naturverbindung, Selbstorganisation. Für die beiden Säulen Beziehungskompetenz und Selbstorganisation, da stehe ich als ganz nahe Beraterin der Naturschule Barnim auch immer zur Verfügung. Ein schwedischer Lehrer sagte mal, gewinne ihre Herzen und du kannst mit ihnen tanzen. Und ich konnte das so oft schon erleben, dass wir gemeinsam eine Situation bewältigt haben, weil die Kinder wissen, ah, ich kann ihr vertrauen und ich konnte den Kindern vertrauen. Das berührt mich total und das ist ja auch einer der Punkte, warum ich sage, hey, das muss auch weiter wachsen, auch über unsere Schulgrenzen hinaus, dass Kinder in so einer Vertrauenskultur in die Schule gehen können. Aktuell befinden wir uns als Freie Naturschule Barnim im dritten Jahr. Das ist ein super aufregendes Jahr, weil es das letzte Jahr ist der sogenannten Wartefrist. Freie Schulen müssen in Brandenburg 3 Jahre sich selbst finanzieren. Das bedeutet, es gibt keine staatlichen Zuschüsse. Das ist wie eine Testphase, die man bestehen muss. Und bei uns sind jetzt nur noch wenige Wochen. Und ja, wir haben es gepackt, bis dahin zu kommen. Wir haben uns für die Naschbar entschieden, weil wir möchten, dass unser Kind ohne so einen super festgelegten Rahmen lernt und aufwächst. Was bei uns besonders ist, dass wir umziehen müssen. Das Gebäude, in dem wir sind, ist zu klein und wir haben jetzt die Chance, in ein neues, großes Gebäude zu ziehen.
Also wir haben ja hier dieses Schulgebäude gefunden. Es liegt sehr günstig in der Nähe vom Bahnhof Biesenthal. Also zufällig gefunden, vielleicht gut gepasst. Was daran spannend ist, dass wir das erste Mal das Konzept in so voller Breite leben können. Also wir sind das erste Mal als Schule an einem Standort und können das Konzept auch gemeinschaftlich weiter gestalten.